Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute ist der 16. und deswegen mache ich das 16. Geschenk auf. Da unten sitzt Sabi und will raus. Ein kleiner Schwenk nach unten. Hier. Sehr weit unten. Aber dafür relativ groß. Das ist schon wieder ein Spielzeug für Fluffy. Ja, perfekt. Wird er sich freuen, wenn er gleich reinkommt. Ja. Aber ich glaube, der schläft. Ich glaube auch, der schläft. Das ist alles so aufregend im Moment für ihn. Das ist sein erstes Weihnachten, sein erster Tannenbaum. Und da hängen so viele Spielzeuge am Tannenbaum, die gar keine Spielzeuge sind. Wieder was zum Baden. Jetzt haben wir euch das gerade gezeigt gestern. Aber ich glaube, die musst du selber machen oder ist sie fertig? Weiß ich nicht, warte. Dürfen wir mal gucken. Do it yourself, so bomb. Mix. Ja, du musst es zusammen mixen, dann musst du es in diese Kugel formen. Und dann kannst du es erst als Badekugel benutzen. Ja, und duften soll die auch. Ja, und plus eine Überraschung soll da auch noch drin sein. Entweder eine Meerjungfrau. Ein Hund mit einem Horn, ein Seepferdchen oder eine Katze. Und eigentlich könnten wir euch das jetzt zeigen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt so spät den Adventskalender geöffnet haben und ich das Video ja auch noch schneiden muss und ich das sonst nicht bis 17 Uhr schaffe und Hannah auch noch Hausaufgaben machen muss. Ja. Und ihr seht jetzt nochmal, was ich gestern drin hatte, weil ich glaube, da hatte ich nicht gezeigt. Nee, da waren wir so von dem Glückskeks abgelenkt. Ja. Aber wo, hattest du keinen Glückskeks heute? Nö. Tatsächlich, du hast keinen Glückskeks drin. Sachen gibt's. Strohhalme mit so kleinen Meerjungfrauen oben dran. Ja, und das wollten wir euch heute einfach auch nochmal zeigen. Und so sieht das Einhorn aus, wenn es ausgewachsen ist. Mhm. Nicht sehr anders, aber guck mal, die Augen haben sich geöffnet. Ja. Davor waren das so. Das ist auch nicht besonders groß, ne? Halt mal deine Hand daneben oder dahinter. Mit Tintenklecksen drauf. Ja. So sieht das ist das Einhorn, das aus dem Ei gekommen ist. Badum, badum. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. War da etwa einer drin und du hast den aufgefuttert? Ich weiß es nicht.